Ein Selbstexperiment-Video, dem ich scheue, ob man High auf Gras wegen dem Fressfleisch wirklich mehr essen kann als nüchtern. Ein Xanax-Drogentest-Video und ein Amsterdam-Video, in dem ich die Identität von Mr. Keter offenbare, in einem Stripclub filmen durfte und auf 2CB einen Escape Room gespielt habe. An diesen etwas aufwendigeren Videos arbeite ich gerade, aber dann muss ich die Arbeit an diesen Videos abbrechen, um ein Video zu dieser Breaking News zu machen. Wie es scheint, werden innerhalb der nächsten Wochen viele neue Drogen in Deutschland verboten. Darunter auch Drogen wie 1P-LSD, ALLAD, Adlad und eigentlich alle, die in diese legale LSD-alternative Richtung gehen. Viele werden jetzt denken, ist ja klar, es ist der Staat, die haben ja keine Ahnung von Drogen und der Staat ist ja sowieso böse. Solche Research-Chemical-Verbote müssten aber eigentlich immer in Absprache mit diesen Sachverständigen hier geschehen. 2017 haben sie noch von einem 1P-LSD-Verbot abgeraten. Als ich angefangen habe, ein bisschen zu recherchieren, wer so diese Sachverständigen sind, musste ich feststellen, dass da einige richtig vernünftig sind und eigentlich solche Änderungen im Gesetz völlig gegen ihre Prinzipien sind. Wenn man als Regierung eine Drogenpolitik führt, die nicht evidenzbasiert ist, ist es natürlich schwer, Experten zu finden, die die eigene Meinung unterstützen. Von Professor Thorsten Passi findet man beispielsweise auf YouTube mehrere Vorträge, die eigentlich sehr pro Psychedelika sind. Mich würde echt interessieren, was da deren Meinung geändert hat. Deshalb habe ich diese Sachverständigen angeschrieben mit der Bitte, mir das zu erklären. Alle Sachverständigen, die mir auf meine Anfrage bereits geantwortet haben, meinten, ich sollte mich an wen anders wenden. Hier ist irgendwas shady. Ich hoffe, dass ich bald in ein paar Tagen ein Update-Video mit den skandalösen Hintergründen dieses Verbots machen kann. Im Rahmen des neuen psychoaktive Substanzengesetzes wurden schon sehr viele Research-Chemical-Drogen verboten, aber bei den meisten davon hat es nur Leute gejuckt, die mehr in dieser Research-Chemical-Szene drin waren. Substanzen wie 1-PLSD oder ALAD waren allerdings auch bei Leuten bekannt und beliebt, die sonst gar nichts mit Research-Chemicals zu tun haben, wozu ich mich auch zählen würde. Die klassischen Legal-High-Research Chemicals sind ja auch auf meiner Liste der Drogen, die ich nicht probieren würde, weil sie größtenteils herausragend unerforscht und gefährlich sind. Den größten Verlust sehe ich hier klar bei ALAD, weil es die Substanz schon ziemlich lange gibt. Schon 1985 kamen die ersten Berichte dazu. Es kommt sogar bereits in Alexander Schulgings Buch Tikal vor. Es wurde von mittlerweile so vielen Menschen probiert, dass die Vermutung naheliegt, dass das Gefahrenpotenzial ungefähr gleich hoch ist wie das von LSD. Das ist natürlich schon eine nicht zu unterschätzende Gefährlichkeit, besonders wegen dem Psychoserisiko. Aber die Droge ist halt scheinbar ein gutes Stück weniger riskant, wie die meisten anderen sehr unerforschten RCs. Die bekannteste Substanz von diesen bald verbotenen Substanzen ist aber natürlich 1P-LSD, weil man der Substanz nachsagt, es sei eine Prodrug zu LSD, also dass sie im Körper zu LSD umgewandelt wird. Sicher weiß man das bis heute nicht, aber es war definitiv eine Droge, die für viele sowas war wie das legale LSD, weil der Rausch identisch oder mindestens sehr ähnlich ist. Oft habe ich auch mitbekommen, wie die Wörter 1P-LSD und LSD als Synonyme verwendet wurden. Also Leute wie auch der YouTuber KuchenTV, die von ihrer LSD-Erfahrung reden, aber eigentlich 1P-LSD meinen. Direkt als ich hörte, dass diese Substanzen verboten werden sollen, habe ich mich auf die Suche nach irgendwelchen negativen Schlagzeilen gemacht, die ausschlaggebend für das Verbot sein könnten. Finden konnte ich nichts. Also obwohl diese Substanzen trotz der Popularität keine sonderlich großen Probleme ausgelöst haben, verbieten die das. Das erzeugt einen Rausch, also ist es böse. Fairerweise muss man dazu sagen, dass es schon einige Zwischenfälle mit diesen Substanzen gab. Ist ja klar, bei so heftigen, intensiven Drogenräuschen gibt es natürlich ein paar Leute, die darauf nicht klarkommen. In einer Diskussion auf Facebook las ich von Geschichten, bei denen Leute auf diesen Substanzen aus dem ersten Stock gesprungen sind oder andere mit einer Waffe bedroht haben. Das sind aber Einzelfälle, die zu unbekannt sind, um ausschlaggebend für so ein Verbot zu sein. Deswegen wird im Text zu der Begründung zu diesem Verbot nur von drohenden schwerwiegenden Schäden gesprochen, weil es eben kaum Berichte zu bereits entstandenen Schäden gibt. Die Tatsache, dass 1P-LSD legal war, konnte auch super in einer Diskussion über die Drogenlegalisierung verwendet werden, wenn Leute behaupten, es würde bei einer Legalisierung von LSD Chaos herrschen, weil dann überall trippende Leute rumlaufen würden. Dass diese Einschätzung falsch ist, sieht man daran, dass das die letzten Jahre nicht passiert ist, obwohl 1P-LSD legal war. Fast so legal wie der Unterstützer dieses Videos Blackleaf, die seit diesem Video legalste Bongmarke der Welt.
Geht auf stuff3000.de, falls euer Black Leaf Hunger geweckt wurde. Nirgends wird von diesem Verbot berichtet. Diese Infos fangen jetzt gerade erst an, in der Drogen-Community die Runde zu machen, weil auf der Seite der Europäischen Kommission ein Dokument zu finden ist, wo diese Änderungen angekündigt sind. Anfangs war ich mir nicht sicher, ob dieses Dokument echt ist, aber das ist es leider. Demnächst wird dieses Gesetz gültig, wenn wir uns nicht genügend dagegen wehren. Also geht raus auf die Straße und sagt: Nein, nicht mit uns. Ja, ich denke, das sollte schon reichen. Sowieso nicht die Scheiße.